FCB News, präsentiert von der größten Sportwettenarena der Welt, bwin. Das Hotel der Landmark wird von Gästen aus der ganzen Welt geschätzt und ganz besonders vom deutschen Fußball. Denn hier residierte die deutsche Nationalmannschaft einst bei der Europameisterschaft 1996, als wir unseren letzten großen Titel gewannen. Übrigens mit Matthias Sammer. Und da Profis ja ganz gerne auch mal abergläubisch sind, wenn es denn passt, passt das einfach. Wir gehen jetzt einfach mal rein. Die FCB News sind nah an der Mannschaft, jetzt mit Jerome Boateng. Hallo Jerome. Hallo. Du musst ja leider in der Champions League deine Sperre absitzen. War es trotzdem für dich Ehrensache, hier mit herzukommen? Ja klar, ich freue mich, dass ich hier mit der Mannschaft dabei sein kann. Hab gestern auch noch mit der Mannschaft trainiert in dem Stadion und ich denke, wir sind gut vorbereitet und freuen uns auf das Spiel heute Abend. Du kennst den englischen Fußball ja bestens aus deiner Zeit bei Manchester City. Bastian Schweinsteiger hat die Woche schon geschwärmt und sagt, ach, so im englischen Stadion vor englischem Publikum, das ist das Höchste. Ist die ganze Mannschaft so angefixt? Ja, da kann ich Basti nur recht geben. Ich denke, in England ist immer schon was Besonderes zu spielen, weil die Fans schon sehr nah dran sind am Spielfeld und mitgehen im Spiel. Und ja, wir freuen uns aufs Spiel und ich denke, jeder ist heiß aufs Spiel und wir wissen, um was es geht. Und ich denke, es wird man auch heute Abend sehen. Arsenal wird mitspielen, das ist klar, das ist ihr Stil. Ist das vielleicht sogar eine Sache, die euch ganz entgegenkommt? Ja, klar. Also wenn sie mitspielen, ich bin noch nicht so ganz davon überzeugt, ob sie so mitspielen, wie sie... Weil ich denke, sie haben sich auch Videos angeguckt von uns. Ich denke, dass sie schon auf Konter spielen werden. Vielleicht okay, zu Hause wahrscheinlich nicht, aber wenn sie dann zu uns kommen. Und heute ist, denke ich, wichtig, dass wir Geduld haben und die ersten 20 Minuten so überstehen, weil Arsenal immer zu Hause gleich loslegt wie die Feuerwehr. Und da ist, denke ich, wichtig, dass wir gleich dagegen halten und zeigen, also unsere Stärke zeigen. Das ist ein guter Matchplan. Danke, alles Gute. Jerome Boateng, ja, danke. Und wir gehen jetzt ans Buffet. Essen hält bekanntlich Leib und Seele zusammen, vor allem wenn es gut ist. Und dafür sorgt der Chefkoch Alfons Schubeck. Alfons, servus. Servus. Was machst du denn für die Spieler heute ganz besonders? Na gut, besonders, wir machen ja, es ist jetzt doof an, wenn man sagt, man macht ja das Gleiche, aber wir versuchen natürlich hier Top-Produkte zu bekommen, einen Teil nehmen wir selber mit. Und dann wird es immer abwechslungsweise, also dass man bei der Vorspeise schaut, dass es hier abwechslungsweise, also leicht mediterran natürlich, Fisch, Fleisch, Geflügel. Bei den Beilagen gehen wir stark auf Kartoffel, weil die Kartoffel eins der wertigsten Kohlenhydrate ist, basisch ist, was für die Spieler ja ganz wichtig ist, durch das Laufen, durch den Stress, durch die Übersäuerung. Dann natürlich viel Gemüse und schauen, dass sich jeder, weil wir natürlich unterschiedliche Nationen auch haben, dass sich jeder entweder Soße nehmen kann oder Olivenöl draufgeben kann oder sich das so würzen kann, wie er das mag. Das kommt eigentlich am besten an. Also wenn du jetzt beim Schweinsbrand 5 hier rumwachsen lässt, kommt nichts raus. Aber hier muss man schauen, dass die Leute, die ihr eigenes, sagen wir mal, System haben, doch sich immer die Produkte nehmen können, die sie wollen, weil das Auge ist ja mit und dann einfach die Soße dazu, mit oder ohne, oder Zitrone drauf oder Olivenöl und das. Und da kommen wir bestens zurecht. Das machen wir mit der Säbener übrigens genauso. In erster Linie muss Gesundheit schmecken. Wenn Gesundheit nicht schmeckt, dann hat eigentlich gar keine Lust dazu essen und das gelingt uns eigentlich wunderbar. Die Leidenschaft von Alfons Schubeck ist so groß wie die der Mannschaft. Um 17 Uhr gibt es jetzt dann die Teambesprechung, um 18 Uhr dann ab ins Stadion. Wir sind ja auf der Insel eine Stunde früher. Bei uns dann, wie gewohnt, die Aufstellung von Markus Hörwig und in den FCB News morgen dann die Bilder vom Mitternachtsbankett, auf das wir da fröhliche Gesichter sehen. Bis dahin, servus miteinander.